Liebe Leute, ich begrüße euch aus der Kaiserhaus in Stockerau. Ich bin jetzt seit 2 Tagen hier. Vorher war ich in Simmering im 11. Bezirk in Wien. Habe sehr viele Katastrophen aufklären können. Vor allem, was im Verwaltungsapparat schiefläuft. Und zwar, ich wollte nur einen Testtermin haben bei der Stadt Wien. Die haben 20 Minuten auf mich eingeredet im 11. Bezirk. Ich soll mich impfen lassen. Ich habe dann irgendwo mich bedankt für die Information. Habe dann eine Apotheke 5 Kilometer weiter gefunden, die mich dann getestet haben, natürlich negativ. Wegen einer Veranstaltung dann am nächsten Tag in der Stockerau. Kaiserhaus, das ATV-Fan-Treffen. Da hat es auch Vorfälle gegeben, die mich zutiefst schockiert haben. Mit Zechprellerei, Betrug, Diebstahl etc. Also bitte Leute, was euch nicht gehört, bitte, das nimmt man nicht weg von wem anderen. Zechprellerei ist schädlich, auch Betrug ist schädlich. Nicht nur für euch, sondern auch für die Wirtschaft. Wollt ihr ins Häfen gehen für den Scheiß? Ich nicht. Also bitte bleibt ehrlich und bleibt fair. Und ich zeige euch noch, wo ich sitze. Im Kaisersessel, ne? Und das ist ein sehr schönes Hotel. Kann ich euch nur empfehlen, auch hier vorbeizukommen. Ich werde auch heuer in diesem Jahr hier noch ein Kabarett spielen. Gestern, wie gesagt, hatten wir ca. 200, 240 Gäste. Und ca. 20 haben uns beschissen. Finde ich ganz toll. Sogar teilweise vielleicht der Veranstalter. Lasse ich einmal im Raum stehen. Okay? Das soll sich heute bis Abend aufgeklärt haben, weil sonst muss ich auch andere Schritte einleiten. Das ist mal so. Okay? Wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag und bleibt easy und cool, aber bitte ehrlich. Wäre ganz nett. Und so richtig nett ist nur im Bett. Nein, auch auf der Wiese. Und ciao und schöne gute Woche nächste Woche.